So, wir sind jetzt hier frisch in Madagaskar angekommen und dürfen die nächsten 2,5 Wochen mit unserer Familie, mit Daniela, Stefan und den Kindern verbringen, zusammen genießen und natürlich auch ein bisschen in ihren Arbeitsalltag schauen. Ein bisschen haben wir auch schon versucht, uns vorzubereiten, indem wir Madagassisch lernen und freuen uns auf die Zeit, die wir gemeinsam hier haben. Und das fängt ja schon gut an, ne? Wo sind wir denn hier gerade? Kroko Farm, ganz in der Nähe von der Hauptstadt. Und es ist sehr beeindruckend, wie viele Krokodile hier sind. Aber wir essen gleich hier und auf der Speisekarte diese Kroko-Geschichten, das war dann doch nicht mein Ding. Wusstest du schon, wenn die Aloe Vera Pflanze blüht, dann wächst hier so ein ewig langer Stiel raus und dann sind hier die roten Blüten dran. Das war's hier heute vom Krokodilspark. Und mal schauen, wo es als nächstes hingeht. Wir sind hier wieder im Auto unterwegs mit Oma und Opa. Und wir sind auf dem Weg nach Ansirabe, weil wir dachten uns, hey, immer nur in Antananarivo ist ja langweilig. Komm, wir besuchen die Nachbarstadt. Die ist ja auch nur schlappe 6 Stunden südlich von uns mit dem Auto entfernt. Und ja, wir haben die Hälfte schon geschafft. Bald sind wir da. Wir konnten jetzt doch nicht einfach an den ganzen Autos vorbeifahren. Wir sind ja vor 2 Jahren schon mal vorbeigefahren und Stefan hat geschwärmt von diesen schönen Autos. Und man denkt natürlich jetzt im ersten Moment, also wir dachten, die sind aus Metall, aber die sind wirklich aus Holz. Und hier kann man jetzt das gar nicht sehen, aber an den anderen Ständen sieht man auch, wie sie die anmalen. Also die sind aus Holz gefertigt. Ja, also die zwei nehme ich mit. Da füllen wir Bonbons rein und schenken es 2 Kindern, die wir kennen in Ansirabe. Ey, eigentlich wollte ich keine kaufen, aber dann habe ich gesehen, das ist so mit oder ideenreich gemacht, mit viel Liebe. Und deswegen konnte ich nicht einfach anders und musste einfach mitnehmen. Hier haben sie noch ein bisschen mehr. Die haben nicht nur die Spielzeugautos, sondern die haben auch hier Getränke und Meerschweinchen. Ist das nicht süß? Die laufen hier einfach so rum. Könnte man auch machen, die isst man hier in Madagaskar. Richtig süß. Ich habe gesehen, da hinten geht es weiter ins Haus rein, da laufen die ganzen Meerschweinchen auf dem Boden rum. So, bei strahlendem Sonnenschein losgefahren, voll den Regen erwischt, das Gepäck komplett trocken geblieben. Wunderbar. Und jetzt die herzliche Begrüßung bei der Nirina. Da waren wir ja schon mal vor 1,5 Jahren ungefähr zu Besuch bei ihr. Schön hat es hier. Da wohnen jetzt wieder ein paar neue Leute, die ihr helfen oder diese betreut, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und da ist die Nirina. So eine Sache, die ich hier gerade bei der Hausführung zeigen muss. Hier sind Würmer. Sieht man die? Ja, man kann die sehen. Bulafelli sind Ja, ich halte mal ruhig bei der Kamera. Und die sind hier für die Hühner. Die nein, die sind nicht für die Hühner. Hier gefüttert werden, nicht? Nein, die sind Medizin und sie ist die, wenn sie noch leben. Gut. Gut. Im Sand? Gut.
Ja. Ich kommentiere nicht weiter. Ist so, ist gesund. Ich probiere keine. Ja, keine Angst. Feline, willst du einen Bon probieren? So, wir haben jetzt hier unser allererstes Abendessen und es ist, wie wir es schon vor 2 Jahren kennen, mega, mega toll. Also ich freue mich mega, das zu essen. Es ist typisch madagassisch, aber richtig, richtig, soll ich sagen, vielfältig. Und das Wichtigste ist dieses hier. Es schaut aus wie Tee. Es ist aber der angebrannte Reis, der mit heißem Wasser vermengt wurde. Und es schmeckt wie verbrannter Reis. Aber das ist hier total gastfreundlich. Das ist das, was man unbedingt anbieten muss. Das ist was besonders Gutes. Ja, ich finde auch, schmeckt voll lecker. Ja. So, hier starten wir unseren ersten Ausflug in die Stadt Ancira Bay, mitten rein, mit einem klassischen Tuk-Tuk. Linda, bist du schon mal Tuk-Tuk gefahren? Ich bin noch nie Tuk-Tuk gefahren, deswegen muss ich jetzt auch gleich mal ein Foto machen, das ist mein erstes Mal. Wir machen es so, wir haben 2 Tuk-Tuks, ihr nehmt 2 Kinder mit rein und wir nehmen 2 Kinder bei uns mit rein, okay? Wir machen das, ja. Opa und Oma sind ready, um die Osterstadt zu besichtigen. Warum sage ich Osterstadt? Ja, weil hier das Highlight Ostern stattfindet in Ancira Bay. Und zwar ist das so ungefähr so, wie wenn du sagst, ich feiere Karneval in Köln oder Oktoberfest in München. So sind wir jetzt in Ancira Bay und das soll das volle Leben sein. Wir haben jetzt den Ostersamstag und wir schauen mal so, was sich in der Stadt so alles tummelt. Und die Kinder sind schon gespannt, denn die gehen immer gerne shoppen und kaufen so kleine Sachen von den Ständen. Dann darfst du werfen. Hey, Filin, geh zum Papa. Ancira Bay ist ja auch eine Stadt, wo viel Landwirtschaft ist und hier gibt es auch viele verschiedene Projekte, die wir mit anschauen können, um für unser Jakob-Projekt mitzulernen. Und da besuchen wir jetzt 2 verschiedene Orte von Schweizer Missionaren, die wir so noch nicht wirklich kennengelernt haben, aber jetzt so ein bisschen in ihre Arbeit auch mit reinschauen und von ihren Erfahrungen profitieren werden. Ich zögere nur noch ein bisschen, weil es regnet wieder draußen. So, wir sind bei der Dori zu Hause und hier findet auch ihr landwirtschaftliches Projekt statt und wir kriegen jetzt, wo es nämlich gerade kurz aufgehört hat zu regnen, einen kleinen Rundgang und gucken mal, was sie alles für Tiere haben. Das sind natürlich unsere Kinder auch voll gespannt. Ich natürlich auch. Eine Nacht wurden 3 Hasenkinder Opfer von Ratten und dann haben wir... Oh nein! Die Ratten haben die Hasenkinder. Ja, dann haben wir Freunde gehabt, die uns Geld gegeben haben, damit wir ein Haus... Willkommen im Hasenhaus. Oh, Miss Kelly. Oh, schau mal. Oh, ist das süß. Der Hase hier ist zum Beispiel gezüchtet worden hier und hat viel, viel mehr Fleisch als der traditionelle madagassische Hase. Kostet allein schon als Baby 30 Euro. Die madagassische im Vergleich 1 bis 2 Euro. Und hier kann man dann auch richtig Fleisch anzüchten bei den Hasen und dann letztendlich ein Geschäft machen, wenn man sie an die Restaurants verkauft. Diese Hasen sind gleich alt, aber dieses hier ist ein gezüchtetes Häschen, was schon mehr Fleisch drauf hat als hier dieses kleinere Süße. So, jetzt schauen wir mal die Schweine von der Dorit an. Sie sind 2 Monate alt. Kann man es erahnen, dass sie riesig sind im Vergleich zu unseren kleinen 8-Kilo-Schweinchen? Es ist also möglich, dass sie so groß werden. Das war jetzt für mich schon echt mal ein Aha-Moment.
2 Monate sind die alt. Größer als unsere 5 Monate alten Schweine. So, guten Abend, die Damen. Ist schon Zeit für euch ins Bett zu gehen? Irgendwie war das Ganze dann so interessant, dass ich ganz vergessen habe, noch weiter zu filmen. Wir haben noch Kühe gesehen und ganz viele Wachteln. Das war noch wirklich sehr interessant mit der Dorit. Ja, ihr Konzept mit der Landwirtschaft, wo vor allem dahin strebt, ein Vorbild zu sein, Vorbildcharakter zu sein für Madagassen und vor allem schon Kinder dahin zu führen, wie man gut mit den Tieren umgeht und wie man daraus eine Zucht machen kann, die dann eben was Finanzielles abwirft. Heute Abend ist noch Mianzo angereist, die ehemalige Lehrerin von unseren Kids für Madagassisch und auch Englisch. Und jetzt haben wir hier richtig schön volles Haus. Ich kriege gar nicht alle aufs Bild mit drauf. Wir machen jetzt noch ein Abendgebet und dann geht's ab ins Bett. Denn der Tag war auch wieder lang heute und wir sehen uns dann wieder morgen. Guten Morgen. Ein neuer Morgen bricht heran, der Ostersonntag. Und es gibt zur Feier des Tages das, was die Madagaskar am liebsten essen, und zwar Raftutu. Das ist Reis. Und zwar ziemlich matschiger Reis. Die machen den extra ein bisschen länger, damit es ein bisschen wässrig ist. Mit Raftutu. Man könnte sich das als Deutscher vorstellen wie ein bisschen trockener Spinat und da sind so ein paar Schweinefettstücke drinnen. Oh. Genau. Also es schmeckt wirklich ganz anders. Man kann den Geschmack nicht beschreiben. Das gibt es nicht in Deutschland. Das ist aber nett beschrieben. Und Oma und Opa dürfen jetzt probieren. Ach ja. Jetzt, wo wir nochmal hier in Ansirabe sind, haben wir natürlich auch die Gelegenheit genutzt, um die beiden Mädels Arigo und Vanessa nochmal zu treffen. Vielleicht erinnerst du dich an das Video von 2021, da waren wir ja schon mal hier in Ansirabe und haben die beiden Mädchen getroffen. Sie kommen ganz weit außerhalb aus dem Land und sind in ganz, ganz ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Wir haben damals gefragt, ob sich jemand vorstellen könnte, für die beiden Mädchen zu spenden. Hat sich tatsächlich jemand gefunden? Da wollen wir uns nochmal ganz herzlich bedanken und eben ein kleines Update geben, wie es den beiden Mädchen heute so geht. Dann erzähl doch mal, wie ihr heißt und wie alt ihr seid und was ihr, wo ihr gerade wohnt. Harikono Narak, Fultona, Humpeta Ketamuraita. Anesano Narak, Faltona, Ketamuraita, Humpeta. Yes, I am Nirin and I decided to take Harigo and Vanessa to be with me. They are from a very poor family, not very far from us. And we live together and my aim is to put them in a better school than they have been in their village. And their parents also accepted to give them to me. And now they are really doing well with their school. They are one of the best students in the school. And this year, Harigan will pass her first official exam. And she is really good at school. And Vanessa too, they are doing well with the school. Dankeschön für das kleine Interview mit euch zusammen. Mr. Chapeza Kahamni. Interview. Sota pesa kanare kutunga na mangenai na kan video de veluma tumkum sota pesa kam fanoanana nay a ary misaotra indrindra fa tena mety be ny fiainanay a miaraka. Und jedem von den Mädchen gehört eines dieser Schweinchen hier. Die müssen sich dann selber drum kümmern, ausmisten und so weiter, es heranziehen, füttern und dann am Schluss gehört es ihnen. Ist auch ein Teil sozusagen ihres Lernens. Das heißt Camel Up. Kennst du wahrscheinlich nicht, kannten wir vorher auch nicht, aber wir haben es aus Deutschland mitgebracht bekommen und spielen das jetzt mit unseren madagassischen Freunden. Und die sind genauso begeistert wie wir. Aber wer ruht sich im Hintergrund hier aus? Die Nirina. Ja, die hat sich jetzt gut gekümmert um uns und braucht eine kleine Pause.
So schön es auch war, irgendwann heißt es Abschied nehmen. Wir haben unsere 7 Sachen gepackt und sind wieder zurück in die Hauptstadt nach Antananarivo gefahren. Wir freuen uns aber schon mega auf das nächste Mal, wenn wir auch Mianzus Familie treffen, ob hier in Tana oder dort in Ansirabe. Wir haben dann noch relativ am Ende der Zeit, als meine Eltern hier in Madagaskar waren, ein paar Projekte geplant. Eins davon haben wir auch aufgenommen, denn meine Eltern sind genau wie letztes Jahr einmal mit uns nach Ampanatovena gefahren, ein Dörfchen weit außerhalb der Stadt. Und wir haben auch einmal hier zusammen die Bibelhefte verteilt. Nachdem wir gestern Abend spät noch angekommen sind in Tana, geht es heute Morgen auch schon wieder los zu einem Ausflug. Mit dabei sind Olivia, Wunsi, Andri, Andreas natürlich, Linda und Nela und unsere Kinder. Und wir haben coole Aktionen vor. Zum einen habe ich hier ganz schön viel Holz eingeladen hinter mir. Und wir werden Fußballtore bauen. Und zum anderen geht es darum, die Geschichte vom barmherzigen Samariter weiter unter den Kindern zu verteilen. Während die Männer am Tore bauen sind, erzählen die Mädels, meine Mama und ich, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Boah, ich glaube, wir arbeiten jetzt schon 3 Stunden an den Toren, aber es wird jetzt richtig gut. Also wenn alle so zusammenhelfen, wie es gerade der Fall ist, dann wird's was. Ich glaube, wir brauchen noch 1 Stunde. Es dauert immer ein bisschen länger, wie man denkt, gerade dieses filigrane Netz hier zu erschaffen. So, aber dann, glaube ich, sind wir fertig und ich freue mich schon auf ein kleines Match mit den Kids.